Für alle Freunde von Hörspielen gibt es etwas ganz, ganz Neues. Es heißt Der Rattenfänger, ein Audible Original. Und dabei als Polizeiobermeister Jakob Bannermann. Ich freue mich sehr, er ist wieder da. Kostja Ullmann, wie geht's dir und wo bist du? Danke, ja, ich freue mich auch. Mir geht's gut. Mir geht's eigentlich ganz gut. Ich bin zu Hause. Man merkt, es ist dunkel. Ich bin in Hamburg. Es ist grau. Es ist einfach nur grau draußen. Es ist Corona. Es ist cool, aber mir geht's gut. Das freut mich, dass es dir gut geht. Und an der Stelle muss ich schon mal eine Triggerwarnung aussprechen für alle, die ein Problem mit Ratten haben, weil, also der Rattenfänger ist nicht ohne, ne? Was kannst du uns denn verraten, ohne zu viel zu verraten? In der Sage, beziehungsweise in unserem Hörspiel, ist es genau wie in der Sage, dass nach und nach irgendwie Teenager verschwinden. Erst ein junges Mädchen, dann weitere Jugendliche. Und so richtig irre wird es, als dann plötzlich alle Kinder der Stadt zusammenbrechen und am ganzen Körper zittern vor Angst. Und es sieht fast so aus, als würden sie tanzen. Und das Tolle ist, es gibt nämlich zur Sage des Rattenfängers gibt es eine Theorie, die besagt, dass die Kinder unter Tanzwahn litten, den der Rattenfänger auf eine perfide Art verursachte. Und deswegen wird es wahnsinnig mysteriös, sehr, sehr gruselig und ihr werdet garantiert Gänsehaut haben. Und du bist nicht alleine, auch wenn du das natürlich hättest alleine tragen können. Natürlich weiß ich, wie wandelbar deine Stimme ist. Aber du hast großartige Unterstützung. Die wunderbare Nina Horst spricht die Hauptrolle Kommissarin Paula Bayer. Und Heino Ferch ist Polizeipsychologe Grunwald. Da sind natürlich noch viel, viel mehr Leute dabei. Wie wurde das Projekt an dich rangetragen? Wie hat man versucht, dich davon zu überzeugen? Also überzeugen musste man mich erstmal gar nicht. Man hat mir das tollerweise angeboten, dieses Projekt. Und ich dachte natürlich, es handelt sich erstmal um den Rattenfänger von Hameln, was es erst nicht ist, aber es gibt eine Verbindung zu der Sage, was ich ganz spannend fand. Und dann habe ich dieses Hörspiel gelesen und fand es unfassbar spannend beim Lesen schon. Und ich dachte, was für ein geiler Thriller. Und wollte es natürlich unbedingt machen. Und als ich dann noch gehört habe, dass Heino und dass die Frau Hoss mitspielt, also da war für mich natürlich irgendwie alles gelaufen, da wollte ich es unbedingt machen. Da war es eigentlich klar, auch wenn es am Ende nur ein Aufnahmetag zusammen war, so ist es dann oft beim Hörspiel, dass man nicht gemeinsam im Studio steht und alles gemeinsam einspricht. Gerade wenn man wie Nina Hoss irgendwie so wahnsinnig viel dreht, dann hat man erstmal nur einen Aufnahmetag zusammen, aber der war wahnsinnig hilfreich und toll und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, da so ein bisschen auszuprobieren und zu gucken, okay, wo treffen sich diese beiden Charaktere. Und jetzt seid ihr ja alle drei großartige SchauspielerInnen. Wenn man so ein gutes Buch hat und das so spannend ist, will man dann nicht am liebsten alle Audible-Leute an einen Tisch bringen und sagen, Leute, lasst es uns doch einfach als Serie machen? Ja, das wäre großartig. Also vor allem, es hat so viel Spaß gemacht, irgendwie das einzusprechen. Und auch wenn es ein anstrengender Job ist, und ich habe wirklich Respekt vor jedem Sprecher, der das macht. Aber ich meine, das Potenzial wäre da und da könnte man irgendwie dranbleiben. Vielleicht kann man alle Märchen von Grimm irgendwie so einarbeiten in solche Geschichten, weil die ja alle irgendwie gruselig sind letztendlich. Also wenn man sich die wirklich mal vor Augen hält, was da immer alles so passiert. Das Wort Märchen verdient es eigentlich gar nicht, eher Thriller. Und deswegen passt es da so toll. Und wenn man daraus eine Reihe machen würde, immer wieder irgendwelche Fälle, die irgendwie so eine Verbindung zu diesen Märchen haben, wäre natürlich großartig. Aber jetzt freue ich mich erstmal auf den Rattenfänger, auf diesen Dreiteiler, der jetzt irgendwie rauskommt. Und ich glaube, der wird richtig gute Unterhaltung. Und wir freuen uns auf Der Märchenmörder mit Kostja Ullmann. Oh Gott, das wäre ein toller Titel. Wie ist das bei dir und dem Thema Älterwerden? Ja, ich habe jetzt einen Bart. Ich dachte, das macht so ein bisschen schon mal, ne? Nicht schlecht. Es gibt Geschlechter, die dürfen im Filmbereich nicht älter werden. Das betrifft Männer aus irgendeinem Grund nicht. Wie ist das bei dir? Weil du bist ja jetzt auch, wir können darüber sprechen, du bist über 20. Das heißt, wahrscheinlich sagt dein Körper irgendwann auch, ich bin auch über 20. Ja, das sagt er. Ich bin jetzt, 37. Schockiert mich manchmal, aber andererseits denke ich dann auch wieder so, ja, ist ja irgendwie auch trotzdem noch irgendwie jung. Obwohl ich letztens bei einem Essen saß und da saß mir eine 20-Jährige gegenüber und wir hatten uns nett unterhalten und irgendwann habe ich Gesprächspartner gewechselt und irgendwann hörte ich so, wie sie zu jemand anderem sagte, ja, da war so ein Typ, der war uralt, der war schon knapp über 30 und ich dachte, Alter, Schee, das ist ein Schlag in die Fresse. Aber andererseits dachte ich so, ja, okay, das habe ich auch mit 20 gedacht, so, dass 30-Jährige einfach uralt sind und jetzt bin ich 37 und ich fühle mich nicht so, ne? Auch wenn mein Körper... Ich spiele viel Tennis und mache viel Sport und so. Und natürlich spüre ich meinen Körper mehr, als ich es mit 20 gespürt habe. So.
Aber das ist okay. Ich fühle mich trotzdem noch gut und ich fühle mich irgendwie fit. Und ich meine, jetzt habe ich jetzt gerade so für eine Rolle den Bart so ein bisschen stehen lassen müssen. Aber ich meine, ich wurde letztens auch noch für Ende 20 geschätzt und so. Und da fühle ich mich kurz geschmeichelt, aber ich muss auch keine 20 mehr sein. So. Also ich bin auch glücklich jetzt mit meinen Mitte 30. Ich sage jetzt nicht Ende 30, sondern eher so Mitte 30. Und das ist alles völlig okay. Und beruflich, ja, es ist natürlich für uns Männer einfach da nochmal eine ganz andere Nummer. Also wir können dann entspannt weiterarbeiten. Ich hoffe und glaube, dass sich das jetzt gerade so langsam ändert, auch in der Filmbranche, was das Frauenbild angeht, Gott sei Dank, hat lange genug gedauert. Da passiert jetzt ein bisschen was, alleine auch, wie die Rollenverteilung ist. Ich meine, vor 10 Jahren gab es ja kaum weibliche Hauptrollen. Auch das hat sich tollerweise geändert. Und da muss aber noch sehr, sehr viel mehr passieren. So, ne? Und gerade dieses Älterwerden ist bestimmt auch für die nochmal ein ganz anderes Thema. Das Frauenbild, wie es gezeichnet wurde von ja, den Männern der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte, ist kein gutes. Und da müssen wir ja, Schritt für Schritt rauskommen und müssen lieber ein bisschen größere Schritte gehen als zu kleine Schritte. Aber ja, das müssen wir angehen. Definitiv. Und ich hoffe, dass sich die Filmwelt ja weltweit weiterentwickelt, obwohl es auch immer noch Länder gibt, wo Frauen überhaupt nicht vor die Kamera dürfen. Auch das kann man mal so ein bisschen kritisieren und laut ansprechen. Da muss man nicht hinter vorgehaltener Hand drüber sprechen. Das Älterwerden bringt ja auch manche Sachen mit sich, wie zum Beispiel, dass die Haare ein bisschen weniger werden. Wie ist das bei dir? Themawechsel bitte. Ja, nee, genau, stimmt tatsächlich. Hinten wird's Licht, es ist ganz süß. Meine Maskenbildner damals meinten, als mir das so auffiel, dass ich dachte, oh scheiße, irgendwie. Man hat ja dann oft so Kameraaufnahmen von so schräg über einem von hinten und dann siehst du da irgendwie plötzlich so die Kopfhaut durch. Und ich dachte mal so, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ey, wie kann das denn sein? Und die meinten immer so, ja, du hast da so einen Wirbel, das ist halt genau da und du hast sehr feines Haar und dadurch. Und ich dachte mal so, ah, okay, okay. Und dann habe ich immer jedem gesagt, der mir das auch mal so sagt, ah, guck mal, deine Haare. Und ich so, nee, das ist ein Wirbel. Und ich habe sehr, sehr feines Haar, was ich tatsächlich habe, sehr feines Haar, obwohl ich indische Wurzeln habe, was sehr schade ist. Aber nicht die indische Wurzeln, sondern das feine Haar, was sehr schade ist und sehr untypisch. Und ja, aber jetzt mittlerweile kann ich es nicht verleugnen. Also das fängt so langsam an da hinten. Nervt mich schon irgendwo. Andererseits ist mir das auch so egal. Ich meine, mein Vater hatte mit Anfang 20 schon eine Halbglatze. Meine Großeltern haben jetzt auch nicht, also mein Großväter mütterlicher und väterlicherseits hatten jetzt nicht richtig viele Haare auf dem Kopf. Deswegen, ich dachte immer, das geht bestimmt schnell. Und dafür geht es mir eigentlich noch ganz gut. Beim Film gibt es ja genug Tricks. Wenn es wichtig ist, kann man da immer irgendwie so einen Puder raufpacken oder irgendwas, dass man es nicht sieht. Und dann ist es auch irgendwie alles halb so wild. Privat gibt es schon die Momente, dass ich mich manchmal erwische, dass ich mich nicht im Restaurant unbedingt an Gang setze, wo die Leute hinter mir so langlaufen. Also irgendwo triggert mich das schon. Auf der anderen Seite ist mir das auch irgendwie egal. Ja, weil ich denke mir so, ja, das ist Teil des Älterwerdens oder Teil, wie mein Körper so ist. Ne? Also ich meine, manche haben schon mit Anfang 20, wie gesagt, eine Halbglatze und das ändert ja nichts an deren Charakter, an dem, wie die sind. Und ja, und deswegen, mir geht es ja trotzdem gut und ich bin gesund und nur weil mein Äußeres sich verändert. Ich meine, viel tragischer ist meine Augenringe, die jetzt immer tiefer werden und dunkler werden. Also ich bin gespannt, wie das in 10 Jahren aussieht. Also deswegen, da gibt es noch ganz andere Dinge, die ihr gar nicht sehen könnt, die viel schlimmer sind als die Haare. Ja, du, ich meine, das haben wir alle. Ein befreundeter Moderator hat mal gesagt, wenn er einen Job nicht bekommt wegen seiner Haare, dann ist er auch nicht der Richtige für den Job. Vollkommen richtig. Man ist ja mehr, man hat ja auch gar keine Wahl. Ist ja nicht so, dass du gesagt hast, Vollkommen richtig. Und ich bin ja Schauspieler und da ist es eigentlich völlig egal. Man kann ja alles machen. Ich meine, wie oft hatte ich irgendwelche Perücken jetzt nicht aufgrund der Haare, aber weil ich dann irgendwie viel längere Haare haben muss oder ein anderer Typ bin und die was verändern müssen. Also das ist ja in der Schauspielerei ist das ja alles möglich, eine Veränderung irgendwie herzustellen. Und wenn ich sie mir komplett abrasieren muss, ist es auch cool. Bei Beat, bei der Serie, da habe ich ja hier alles wegrasieren müssen irgendwie. Also ich liebe Veränderung, ja. Und ich liebe irgendwie anders auszusehen und auszuprobieren. So, und privat kann ich auch immer meine Cappy tragen, wenn es mich mal stört, wenn ich einen Bad Day habe, Bad Hair Day für mich und ich gerade für mein Selbstbewusstsein jetzt nicht hier meine Haare da hinten zeigen will. Guck mal, aber sieht noch nach Haaren aus, wenn ich so mache, das ist eins okay, aber gut.
Viel weiter vor werde ich jetzt auch nicht bauen. Ich habe auch so eine Wirbel und auch da sehr feines Haar. Und wenn das zu kurz geschnitten ist, sieht es bei mir auch ganz schlimm aus. Ja. Ich fühle dich da. Aber das ist halt, wir sind halt, glücklicherweise, jeder hat ja Schwierigkeiten mit seinem Körper. Und deswegen, du sagst es richtig, solange man gesund ist, alles super. Genau das ist es so. Und ich finde, damit müssen wir jetzt irgendwie nicht in den Zaun halten und sagen, oh Gott, wie schlimm. Und oh Gott, das darf man jetzt nicht zeigen. Und vielleicht ist jetzt auch nicht hilfreich, diese ganze Instagram-Verschönigungswelt, wo alle immer nur zeigen, wie toll und cool sie sind. Sondern ja, wir alle haben irgendwelche kleinen Mäkelchen und Dinge, die einem vielleicht selber nicht gefallen. Aber die gefallen uns ja auch nur nicht, weil das von der Gesellschaft irgendwie so präsentiert wurde, dass es nichts Tolles ist. So, ne? Und ich glaube, das ist so das, was sich ändern muss, ja, dass man in der Gesellschaft einfach das anerkennt, dass jeder anders aussieht, dass jeder irgendwie ein bisschen schütteres Haar hat vielleicht irgendwie und der andere irgendwie was anderes hat, wo man selber vielleicht nicht so zufrieden ist oder es toll findet, aber ändert nichts. Du, wären wir in einer Gesellschaft, in der ja alle Leute so viel essen dürfen, wie sie wollen, wäre das auch gar kein Problem. Ich freue mich sowieso, dass du so ein bisschen im Thriller-Gruselbereich bist und da warst du 2021 für mich in einem der allerbesten Filme überhaupt, die da entstanden sind, mit der großartigen Christine Sukowa. Was ist auf dem Shirt? Was ist denn, wie geil ist das denn bitte? Wieso habe ich so ein Shirt nicht? Das weiß ich nicht. Ich habe mir das selber machen lassen. Ich glaube, du hast auch die Möglichkeit. Weiß sie das? Hast du mit ihr schon gesprochen? Sie hat sich sehr gefreut darüber. Ja, sehr geil. Ja, sehr cool. Ich trage es meistens, wenn ich ehemalige Spielpartner von ihr sehe, damit ich so einen ganz unauffälligen Übergang hinkriege zu diesem Thema. Weil Christine ist eine großartige Schauspielerin und sie war mit dir an der Seite, weil die Heimsuchung, das haben vielleicht nicht so viele mitgekriegt, auch wenn er glücklicherweise eine richtig gute Quote hatte. Worum ging's? Oh, das ist ein wahnsinnig toller Thriller gewesen. Jetzt muss ich mich da selber erstmal nochmal einfinden, um was es da wirklich alles ging. Weil es war eine irre Geschichte. Da geht es um einen Polizisten, der bei einem missglückten Einsatz erstmal im Krankenhaus landet, dann später irgendwie an die Ostsee fährt zu seinen Eltern, um so ein bisschen runterzukommen, sich zu erholen. Und da herausfindet, dass sein totgeglaubter Jugendfreund Timmy gar nicht tot ist, sondern seit über 20 Jahren im Koma liegt. Und nach und nach versucht er ein bisschen zu recherchieren, warum man ihn so lange angelogen hat und warum die Leute Sachen verheimlichen. Und es kommen immer merkwürdigere Dinge irgendwie zutage. Und so langsam dreht sich eigentlich seine ganze Welt auf den Kopf. Und es hat auch ein wahnsinnig überraschendes Ende. Es ist wirklich von Anfang bis Ende irre spannend. Und ja, da habe ich tollerweise mit Christine an meiner Seite irgendwie spielen dürfen, die eine grandiose Schauspielerin und noch tollere Frau ist. Ja. Deswegen kann ich verstehen, dass du sie auf dem T-Shirt hast. Das Ganze lief bei der ARD. Wenn ihr Glück habt, gibt es das auch noch in der Mediathek. Und das Krasse war, man ist ja normalerweise, denkt man so ein bisschen, okay, es gibt eine krasse Wendung am Ende. Aber bei euch hat man sich gedacht, nö, wir packen immer wieder in den Film so krasse Wendungen, dass man auch als zusehender Mensch denkt, was, Moment, wie bitte was? Und trotzdem geht die Geschichte weiter. Es muss so einen Spaß gemacht haben. Ja, das hat irre viel Spaß gemacht. Und ich dachte beim Lesen, ah, okay, ich weiß, worauf es hinausläuft, in welche Richtung das geht. Und dann so drei Seiten weiter, oh, okay, doch nicht, anscheinend geht es doch woanders hin. Und das Tolle ist aber, wenn man die Geschichte jetzt kennt oder einmal gesehen hat und sich diesen Film dann nochmal anschaut, dann sieht man im Film überall so versteckte Hinweise schon auf das Ende, was man aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wissen kann. Ja, und das finde ich so wahnsinnig spannend. Ich weiß nicht, glaube ich, auch ein Begriff für so etwas. Ich habe aber keine Ahnung, ich bin nicht im Filmbereich, keine Ahnung. Und das ist wahnsinnig spannend gemacht auf jeden Fall. Und deswegen kann ich auch empfehlen, den Film noch ein zweites oder drittes Mal zu gucken. Ich habe ihn erst beim sechsten Mal verstanden, muss ich dazu sagen. Ich hatte Christine beim Halloween-Special hier und da haben wir auch ausgiebig über den Film gesprochen. Und sie hat als Tipp für die Menschen, die ihn noch nicht gesehen haben, mitgegeben, man soll auf die Kleidung, die sie trägt, achten, vor allem auf die Farbe. Also es gibt wirklich ganz viele schöne Hinweise, toller Film. Und was machst du eigentlich, wenn du nicht gerade drehst oder Hörbücher einsprichst? Ich mache Interviews mit dir. Also das sind ja keine Interviews, wir quatschen ja eigentlich immer nur. Du nimmst es einfach unerlaubt auf und veröffentlichst das einfach. Das mache ich vor allen Dingen. Und sonst, also ich meine, normalerweise, wenn nicht gerade so eine Pandemie weltweit ist, dann reise ich natürlich wahnsinnig gerne und bin unterwegs. Das fällt jetzt alles so ein bisschen weg, was schade ist, aber ja, ich nutze die Zeit. Ich habe tollerweise meine Familie hier, beziehungsweise meine Mutter, meine Eltern sind hier in Hamburg, die kann ich irgendwie häufiger sehen. Mein Freundeskreis ist hier, also mit viel Testerei verbunden, sehen wir uns auch sehr häufig, was toll ist. Und ja, ich habe so ein bisschen für mich das Wandern entdeckt.
vor einigen Jahren, so kurz vor Corona, bin ich viel in Australien und Neuseeland gewesen und war da so in den Bergen unterwegs, was toll war. Und das liebe ich irgendwie gerade. Also ich habe, die Berge haben eine ganz tolle Kraft für mich und für viele Menschen, glaube ich, überhaupt weltweit. Gerade wenn man so aus dem Norden kommt, wie ich bin ja Hamburger Jung, ich kenne so das Flachland, ich kenne das Gewässer und liebe es auch. Aber in die Berge zu kommen, ist immer etwas ganz Besonderes. Und jetzt war ich auch gerade eine Woche oder 5 Tage so in Österreich und bin da so in den Bergen einfach wandern gewesen. Und das ist toll, weil im Januar da ganz wenig los ist und eigentlich kaum Menschen. Und du läufst da durch die schneebedeckten Berge, bist warm angepackt und ja, da kommst du einfach runter. Und ich bin so erholsam da. Ich bin sonst so ein Mensch, ich finde abends schwer so in Schlaf. Ich bin dann immer so ewig wach und schlaf gerne auch mal in den Tag rein oder wach dann zu früh auf und bin völlig kaputt. Und in den Bergen war es wirklich so für mich, ich bin wahnsinnig früh immer aufgewacht von alleine. Was bei mir heißt, so 7, 7:30 ist für mich unfassbar früh. Und dann habe ich so den Tag gestartet mit einem guten Frühstück, bin dann los irgendwie und entweder geht man dann Skifahren oder dann geht man irgendwie wandern. Und abends ist man, war ich zum Teil wirklich, also es war so Standard 9, 10 Uhr im Bett, was für mich sehr, sehr früh ist, 10 Uhr. Ich kenne andere, klar, arbeitende Leute gehen häufiger mal zu der Uhrzeit ins Bett, aber in meinem Beruf, wo ich ja keine Regelmäßigkeit habe und eigentlich alles ein großes Durcheinander ist, bin ich auch gerne mal so bis 12, ist so meine Uhrzeit, dass ich eher so bis dahin wach bin oder 1 Uhr. Und die früheste Zeit war, glaube ich, so einmal um 8:30, dass ich im Bett lag und einfach gepennt habe und das sich toll angefühlt habe. Und mir ging es nach diesen 5 Tagen so unfassbar gut. Ich war so wahnsinnig erholt. Und da merke ich so, oh, das fehlt mir so gerade. Ne? Und das ist das, was Corona einem ja auch gerade so ein bisschen nimmt. Die Freiheit, einfach so auch runterzukommen. Man ist so irgendwie die ganze Zeit angespannt, weil dieses Thema einfach die ganze Zeit so da ist. Und ja, deswegen, wenn man die Möglichkeit hat und die Bedingungen es zulassen, einfach mal auch alleine zu wandern und so für sich zu sein und die Gedanken fließen zu lassen, hört sich jetzt bekloppt an, aber das tut unfassbar gut. Oder mir zumindest. Das hört sich nicht bekloppt an. Eine Frage habe ich noch zum Rattenfänger. Du hast ja gesagt, als Schauspieler tauchst du natürlich in unterschiedliche Figuren ein. Wenn du jetzt wie bei diesem Hörspiel eben Polizeibürgermeister Jakob Bannermann bist und du stehst dort am Mikro und du tauchst in diese Welt ein, sieht Jakob dann aus wie du an dem Tag, was du anhast? Oder hat er schon Polizeiklamotten im Kopf an? Nee, also ich ziehe jetzt nicht das an, was er anhat, aber es gibt ja dann schon eine Beschreibung zu dem, was das für ein Typ ist, was er für Klamotten trägt. Das ziehe ich mir jetzt nicht an. Das hätte alleine Probleme vom Sound gegeben. Muss ja schon sehr aufpassen in so einem Studio, wo einfach Mikros stehen, die so empfindlich sind, die alles irgendwie wahrnehmen. Ich muss ja schon aufpassen, wenn es so Szenen gibt, wo ich mich körperlich anstrenge, mache ich diese Bewegung ja auch vor dem Mikro, damit sich das auch in der Stimme dann überträgt. Und da muss ich schon aufpassen, dass ich nicht zu viele Bewegungen mache irgendwie mit meinen Klamotten, dass ich was anhabe. Also das habe ich eigentlich an, was nicht raschelt, ne, was keine Geräusche groß macht. Ich nehme keinen Schmuck irgendwie an, keine Uhren, also alles ablegen und so. Du bist da schon sehr clean von dem, was du anhast. Aber in meiner Vorstellung im Kopf habe ich ja Bilder. Also ich stelle mir ja vor, wo er gerade ist, was er gerade macht. Und dadurch sehe ich ja auch ihn, wie er, was er anhat. So, ne? Und das funktioniert für mich dann ganz gut. Wer also hören möchte, wie das klingt, wenn Kostja jemanden spricht, bei dem man sich vorstellt, was der gerade macht, der geht zu Audible. Dort gibt's die Audible Original Hörspielserie Der Rattenfänger. Und neben Nina Hoss und Heino Ferch ist Kostja Ullmann dabei. Kostja, vielen Dank für deinen Besuch in der Web-Talk-Show. Ja, danke auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, das fand ich auch. Und du hast jetzt noch ein weiteres Mal eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Und ich bin sehr gespannt, was das gleich sein wird. Du hast noch einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Für euch da draußen gilt, die Welt kann ein wundervoller Ort sein. Es gibt aber noch eine ganze Menge zu tun. Und ganz wichtig ist einfach Akzeptanz. So wie wir es gerade auch gesagt haben, es sucht sich keiner aus, das A, B oder C. Ne, man lebt damit. Man macht sich auch selber gar nicht so viele Gedanken darüber, weil, mein Gott, wie oft sehen wir uns am Tag im Spiegel? 2, 3 Mal. Und das ist ja auch nicht, man steht ja auch nicht da und sagt, oh, okay, ah, das ist doof, das ist gut. Deswegen, ihr seid nicht euer Körper, ihr seid viel, viel mehr. Wir sehen uns morgen wie jeden Abend um 19 Uhr zur Web Talk Show. Und jetzt die heutigen Abschlussworte von Kostja Ullmann. Bis dann. Ja, also erstmal, was ich noch nie gesagt habe, war eigentlich das mit den Haaren. Jetzt habe ich es gesagt. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, Leute, gebt mit offenen Augen durch die Welt, nehmt das irgendwie drumherum wieder wahr. Und ich finde gerade in der heutigen Zeit,
wenn man sieht, Obdachlose, die auf der Straße sitzen, man geht so oft an denen vorbei, auch wenn die ansprechen, reagiert auf diese Menschen, dass genauso Menschen, die vielleicht irgendwie nicht so viel Glück hatten im Leben, nehmt sie wahr, redet mit denen, auch wenn ihr jetzt kein Geld dabei habt irgendwie oder einen Groschen da lassen könnt. Und wenn es eine Kleinigkeit ist, oder fragt die, ob die einen Kaffee haben wollen, eine Kleinigkeit zu essen, was ihr ihnen bringen könnt. Die freuen sich so wahnsinnig darüber. Und wenn ihr nichts habt, dann verneint kurz, redet mit denen, aber nehmt sie als Menschen wahr. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Das haben wir so ein bisschen verlernt in den letzten Jahren. Aber genau, denkt gerne mal daran, wenn ihr über die Straße lauft.